Hallo und herzlich willkommen zur Wochenenergie vom 7. bis zum 13.2. Ich freue mich, mit dir hier heute in die Karten zu schauen, und du siehst, ich habe andere Karten mitgebracht, und ich habe so das Gefühl, ich möchte heute mal ein bisschen anders in diese Wochenenergie schauen, und ich möchte auf das schauen, was Thema ist, auf das, was dir bewusst ist, und auf das, was dir noch nicht bewusst ist. Keine Ahnung, lass uns einfach mal schauen. Ich finde die Energie ziemlich, ziemlich spannend. Und ich habe hier das Elemental-Orakel mitgebracht mit ganz kraftvollen Energien. Und da möchte ich gerne mal eine Karte jetzt für dich springen lassen, für das, was einfach als Thema da liegt, also das, ja, was sich da in deinem Leben zeigt, welche Energie sich da zeigt. Was ist das aktuelle Thema oder die aktuelle Energie in deinem Thema jetzt? Welche Energie liegt in deinem Thema? Welche Energie liegt in deinem Thema? Zwei. Die Tiere und ja, der Magnetismus, die Tiere als Element im Lebensrad auch, finde ich jetzt ziemlich spannend. Schau da einfach mal in dieser Woche für dich, ob sich da Tiere in deinem Leben zeigen, vielleicht Tiere, die dich magnetisch anziehen, welche Botschaft da für dich enthalten ist. Also Magnetismus, ganz einfach haben wir in der Schule gelernt, die zwei Magnete, Plus- und Minuspol, die sich da anziehen oder abstoßen. Und da darfst du für dich in dieser Woche mal hinspüren. Was weckt da so eine magnetische Energie in dir? Wo zieht es dich dahin? Oder auch in der umgekehrten Version, was empfindest du als abstoßend? Und es ist weder das eine gut oder das andere schlecht. Es geht um eine Ausbalancierung der Energien in dir. Das nehme ich auf jeden Fall ganz, ganz stark wahr. Und ich möchte jetzt mal schauen mit drei Tarotkarten, wie sich diese bewusste Ebene, also dieses Thema, hui, da kommt schon das Erste, in deinem Leben zeigt, der Wagen. Auf jeden Fall kommt hier Bewegung. Und wir haben auch hier direkt nochmal ein Tier mit der Schnecke hier auf dem Wagen. Und vielleicht taucht diese Kraft der Schnecke in deinem Leben auf, in Form von, dass du das Gefühl hast, es bewegt sich gerade gar nichts. Oder es bewegt sich alles nur in Zeitlupe. Da ist nichts Verkehrtes dran. Und vielleicht darfst du dir mal in dieser Woche ein bisschen tiefer erlauben, langsam zu sein. Wobei der Wagen halt einfach auch immer wieder Bewegung anzeigt. Vielleicht langsame, sanfte Bewegungen für dich. Was ist hier das Thema in dieser Woche? Ich glaube auch, dass es darum geht, wirklich die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, weil eben das auch die Energie des Wagen ist. Eine weitere Botschaft oder gleich zwei weitere Botschaften. Der König der Schwerter hier in weiblicher Form, und hier drunter liegt noch ein König, das sehe ich schon auch in weiblicher Form, nämlich der König der Stäbe. Und ich finde es auch sehr spannend, hier mit diesen zwei Königen in weiblicher Form, wo es auch hier, es geht in beiden Karten um dieses Licht. Wir haben hier bei dem König der Schwerter diese Kette mit diesen einzelnen Funkelsternen,
und der König der Stäbe hat hier seinen Zauberstab, der Funken sprüht. Ganz ehrlich, wenn ich da jetzt so hinspüre, habe ich das Gefühl, dass es in dieser Woche darum geht, für dich wirklich dich zu fokussieren. Dich auf das zu fokussieren, was du jetzt anziehen möchtest. Ganz oft sind wir ja da in dem Element drinne, dass wir uns auf das fokussieren, was wir nicht wollen. Ich will diese Arbeit nicht mehr. Mein Partner, ja, der versteht mich nicht, da habe ich schon lange keine Lust mehr drauf. Ich will das graue Wetter nicht mehr. Ich, was auch immer du da nicht möchtest in deinem Leben, versuch bitte in dieser Woche deinen Fokus auf das zu richten, was du möchtest und auch dahin, wie du dich dabei fühlen wirst. Und die Tiere, die dir begegnen, die unterstützen dich dabei. Und bei Tieren, mir ist gerade die Tage aufgefallen, dass die Amseln in unserem Garten wieder sehr früh, da ist es schon noch dunkel, da beginnen die ihr Lied zu singen. Warum singen die ihr Lied? Weil sie das anziehen möchten, was sie sich wünschen, nämlich eine entsprechende Partnerin. Es sind die männlichen Amseln, die zu Jahresbeginn und im Frühling bis in den Sommer hinein ihre kraftvollen Lieder singen. Und wenn du mal achtsam durch die Natur gehst, wirst du merken, dass die im Herbst und Winter kaum ihr Lied singen. Und es ist ein ganz besonderes Lied, das Lied der Amseln, weil es eben auch auf Herzebene schwingt, energetisch. Da kannst du für dich direkt einsteigen, dich eintunen, wenn so eine Amsel singt und du dir einen Moment Zeit nehmen kannst, um da wirklich zu atmen und mit diesem Gesang zu sein, so dass du dein Herz öffnen kannst für das, was du anziehen möchtest. Es geht in dieser Woche darum, wirklich darauf fokussiert zu sein, wohin deine Reise hier gehen darf. Ich möchte mal schauen, was dir hier im Kopf rumgeht, was sozusagen da in deinen Gedanken ist zu diesem Thema. Ja, und der dürfte mal ordentlich hier pusten. Der pustet momentan auch sehr stark hier, wo ich dieses Video aufzeichne, der Wind. Der Wind der Veränderung, Wind of Change. Und wenn so ein Wind pustet, ja, dann wirbelt der eben alles durcheinander. Und es kann sein, dass du in dieser Woche diesen Wind brauchst, um diese Gedankenschleifen in deinem Kopf mal zu sortieren. Weil wir sind ja jetzt hier sozusagen auf dieser gedanklichen Ebene, auf dieser Kopfebene. Und vielleicht machst du dir hier zu allen möglichen Themen Gedanken. Wie kann ich diese Veränderung in mein Leben ziehen? Was, wenn ich jetzt meinen Weg gehe? Was wird dann aus diesen Menschen hier in meinem Leben? Finde ich diese Kraft, diese Leuchtpunkte in mir, dieses Licht in mir, um wirklich meinem Weg zu folgen? Das ist dieses Licht, was hier auf der Karte Magnetismus angezeigt ist. Dieses Licht in dir, was dich wirklich wie magisch anzieht. Gib mir mal bitte hier eine weitere Botschaft zum Wagen, eine weitere Botschaft zum König der Schwerter. Was hast du hier zu diesem König der Schwerter in deinem Kopf? Eine weitere Botschaft bitte hier zum König der Schwerter. Eine Botschaft bitte zum König der Schwerter. Der scheint sich ein bisschen zu zieren hier. Eine Botschaft
Ich merke, dass immer mal eine Karte versucht zu springen, aber dann doch nicht so den Mut hat. Der König der Schwerter, das ist ja diese Entscheidung in dir. Triff mal die Entscheidung, dass wir hier eine Karte bekommen und auch eine Karte genau für den König der Stäbe. So, lass uns mal schauen, was hier so in deinen Gedanken los ist. Der Page der Kelche, das ist ein Angebot, was dir hier gebracht wird oder ein Angebot, über was du nachdenkst, wo du dir wirklich hier einige Gedanken machst. Soll ich nicht? Kann ich dieses Angebot annehmen? Wie fühle ich mich dabei, weil du glaubst und vertraust diesem Angebot nicht? Schau dir mal an, hier in dieser Tasse ist ein Fisch. Deine Gedanken erzählen dir, das ist ein Angebot, das kenne ich aus der Vergangenheit schon, weil ich bin dann hier in diesen fünf Scheiben. Ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich ausgegrenzt. Und ich finde auch spannend, dass wir beide, du und ich, diese mittlere Karte hier noch nicht gesehen haben. Spür mal hin. Wo hast du hier eine Einladung im Kopf? Vielleicht möchtest du sogar eine Einladung aussprechen und drehst dich da mit deinen Gedanken im Kreis und landest immer wieder hier bei diesen fünf Scheiben, bei diesem Gefühl, ausgeschlossen zu sein, nicht gut genug zu sein, dich selbst vielleicht sogar auch auszusperren von einer Situation. Das sind alles deine Gedanken. Und jetzt bin ich gespannt. Ach, schau, das Ass der Scheiben. Ja, so genial. Was wäre, wenn du diese Chance ergreifen würdest? Und ich finde es auch toll, dass sie hier über dem König der Schwerter liegt, weil mir das auch sagt, du kommst hier nach vielem Hin und Her und Denken und in Gedanken da alles durchgehend zu einer dieser Leuchtperlen hier an dieser Kette des Königs der Schwerter. Und das ist sozusagen dieser Same, den du da setzen möchtest. Das ist ein Impuls in dir, der auf einmal aufploppt. Und ja, du wägst da noch ab, du überlegst da noch. Und ich sag dir jetzt einfach mal, was, wenn du diese Chance hier ergreifst? Was, wenn du einfach mal in dieses ganze Chaos in deinem Kopf einen neuen Samen, eine neue Idee hineinlässt und einfach mal so tust, als ob. Ziemlich spannend. Ich möchte jetzt mal schauen, was dir hier noch nicht bewusst ist, also was in deinem Unbewussten liegt, was da in deiner Tiefe liegt, vielleicht als Angst, vielleicht als dunkler Schatten, etwas, wo du noch nicht hinschauen möchtest. Auf jeden Fall liegt hier auch eine Energie verborgen. Eine Energie, die du für dich jetzt aktivieren kannst. Eine Karte bitte hier für das, was im Unbewussten liegt. Wow! Alter Falter! Die Magie. Und da es im Unbewussten liegt, bist du eingeladen, in dieser Woche mal hinzuspüren, ob da eventuell Ängste, Vorbehalte in dir auftauchen. Das kann sein. Es geht aber hier auch darum, die Energien zu verbinden. Wir haben hier das Licht. Wir haben hier die Wolken, diesen Sonnenaufgang, diese Spirale hier drauf. Wir haben hier auch dieses, ja, es heißt auch goldener Schnitt, quasi diese universellen Symbole, wo sich Neues entfalten kann, wo sich das Leben immer wieder neu entfaltet. Und diese Spirale, die haben wir hier und die haben wir dort.
Wir haben hier das Rad, hier hast du auch diese Spirale angedeutet, auch hier mit dem Magnetismus. Also dein Unbewusstes, dein Unterbewusstes schickt dir Impulse, schickt dir ja vielleicht sogar auch Zeichen, um für dich hier eine Richtung zu finden. Um für dich jetzt ganz klar herauszufinden, worauf möchte ich mich fokussieren. Möchte ich weiter in diesen alten Gedankenschleifen hängen oder möchte ich hier doch einen ganz, ganz neuen Samen setzen? Jetzt bin ich gespannt, was die Tarotkarten dazu sagen. Gib mir bitte eine unbewusste, unterbewusste Botschaft hier zum Wagen. Eine Botschaft bitte hier zum Wagen. Ich muss die Karten gerade mal richtig wieder in die Hand nehmen. Ah, die sechs Scheiben. Hier geht es um Balance, um Ausgleich. Hier geht es auch darum, wirklich auch innerlich ausgewogen zu sein. Hier geht es darum, Geben und Nehmen in Ausgleich zu bringen. Und wenn du bisweilen dein Licht unter den Scheffel gestellt hast oder dich mit wenig zufrieden gegeben hast, geht es hier darum, in dir einen neuen Ausgleich zu schaffen. Eine Botschaft bitte hier zum König der Schwerter. Was liegt hier im Unbewussten? Die Königin der Scheiben. Ja, und meine Liebe, hier geht es direkt um deinen Selbstwert. Wir haben das Ass der Scheiben und wir haben die Königin der Scheiben. Und ich glaube, dass du hier mit dem Ass der Scheiben einen ganz neuen Samen setzt, wo es um deinen Selbstwert geht. Und mit dem König der Schwerter hier in weiblicher Form geht es um die Essenzen deines Weges. Und ich glaube, dass du da eine dieser Leuchtperlen, ich habe es eben schon gesagt, da als Samen setzt, eine Situation oder ein Aspekt, der dir hier einfällt, auf den du sozusagen magisch zugehst oder magnetisch angezogen wirst, wo es hier in der Tiefe um dich, um deinen Selbstwert geht. Eine Karte noch bitte zum König der Stäbe. Ich komme gar nicht dazu, das auszusprechen. Und da haben wir die sieben Stäbe. Hier geht es darum, dich zu befreien. Hier geht es auch darum, deinen Platz zu behaupten. Hier geht es darum, Grenzen zu ziehen. Und was ich aber hier wahrnehme, ist, es geht darum, Grenzen zu erweitern. Nämlich diese selbstgesteckten Grenzen der fünf Scheiben hier mit den sieben Stäben zu erweitern, zu öffnen, da dein Herz zu öffnen für das, was sich da aus dir heraus entfalten möchte. Da ist ganz viel Feuer und Lebendigkeit in dir. Und von den Gedanken her hältst du das noch zurück. Und das darf sich jetzt zum Ausdruck bringen. Da darfst du jetzt wirklich mal hier über deine Grenzen hinweggehen. Und der Wagen zeigt ja schon die Energie an, dass es sich bewegt, dass sich hier etwas, ja, dass dich etwas magnetisch anzieht. Das, was dich hier anzieht, was dein Unbewusstes hier an die Oberfläche bringen möchte, ist dein Selbstwert. Du darfst es dir selbst wert sein, dich zu sehen, dich mit deinem ganzen Feuer zu sehen, dich mit diesen ganzen Ideen zu sehen, die du da in dir hast. Da ist nichts falsch dran. Das, was dich ein bisschen einschränkt momentan, sind diese vielen Gedanken, die du dir darüber machst. Vielleicht bist du auch jemand, der immer mehrere Eisen im Feuer hat oder sozusagen immer mehrere Projekte am Start. Vielleicht hast du das eine noch nicht ganz fertig und beginnst schon das nächste Projekt. Spür da mal hin,
wie du dich da bewertest, wie du dich da beurteilst. Und vielleicht hast du sogar in dieser Woche da Aspekte in dir oder den Mut auch ganz einfach zu sagen, okay, ich beende jetzt erstmal dieses eine Projekt oder vielleicht sind es mehrere, bring die gut zum Abschluss und dann wird nämlich genau aus diesem Abschluss heraus dieser neue Same gesetzt. Dann musst du dich nicht mehr schuldig fühlen, weil du da viele Projekte angefangen hast. Wenn du eins wieder zu Ende bringst, kannst du diesen neuen Samen setzen. Dann kannst du das Neue, was du dir wünschst, eben anziehen. Dann kannst du diese Essenzen, die deinen Weg hier bestimmt haben, in diese Lichtpunkte verwandeln und einen nach dem anderen als Samen in die Welt geben. Du hast das Feuer und die Leidenschaft in dir. Du hältst es nur ganz oft zurück. Vielleicht aus dem Gefühl raus, dann zu viel zu sein oder nicht geliebt zu werden. Du sperrst hier Anteile von dir ein im Unbewussten. Anteile, wo es um deinen Selbstwert geht. Weil mit den 6 Scheiben und der Königin der Scheiben oder Münzen geht es ganz klar um den Wert, den du dir beimisst. Ass der Scheiben, 5 der Scheiben. Dein Wert. Spür mal in dir nach. Spür mal, wie viel Magie sich hier entfalten möchte. Magie, die Energie in Bewegung bringt. Auch durch den Wind. Der Wind ist auch Energie, der in Bewegung ist. Und die Tiere? Ja, die können dir wertvolle Begleiter auf deinem Weg sein. Die können dir Impulse geben. Die können dir Hinweise sogar auch geben, auch darauf, was da gerade in deinem Kopf los ist, wie du deine Energie gut lenken kannst und auch über deinen Wert. Also wenn ich jetzt hier nachspüre, bekomme ich hier von der Energie her Löwe. Hier bekomme ich wirklich Mut. Hier bekomme ich auch ein Stück weit Geduld und Liebe mit dir. Also es ist ganz, ganz viel möglich. Und der König der Schwerter, wie gesagt, hier als König tituliert, aber in weiblicher Form, ist die Entscheidung. Es ist die Entscheidung in dir. Triff eine klare Entscheidung. Eine klare Entscheidung, hier einen neuen Samen zu legen, der dich in deinen Selbstwert führt. Ja, entscheide dich, die Zügel deines Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Entscheide dich, aus diesen Gedankenschleifen rauszugehen. Entscheide dich für die Magie in deinem Leben. Die haben wir übrigens hier auch mit dem König der Stäbe, mit diesem Zauberstab. Also du hast ganz viel Energie. Du unterdrückst sie momentan. Und es geht jetzt darum, eine neue Entscheidung zu treffen, nämlich diese Energie in dir zu befreien. Und falls da Vorbehalte kommen, weil du ja noch nicht weißt vom Kopf her, wie sich diese Energie zum Ausdruck bringen möchte, nutze den Wind, lass diese Vorbehalte, diese Gedanken einfach mal davon pusten, dir den Kopf frei pusten, vielleicht gehst du auch in dem Wind mal spazieren, das unterstützt mich immer sehr, sehr kraftvoll, gerade wenn mein Kopf so voll ist. Und dann zeigt sich die Energie, die dich jetzt hier magisch anzieht, die Idee, die dich hier magisch anzieht. Und das setzt eben ja, eine Energiebewegung in Gang. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche, eine mutige Woche, in der du wirklich für dich ganz klar und kraftvoll entscheiden kannst. Alles, alles Liebe zu dir.